Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Mr. Handwerk und heute baue ich mit dir dieses Kleintiergehege hier für Meerschweinchen, für Hamster, für Karnickel, je nachdem, was du zu Hause hast. Da drinnen verbirgt sich Acrylglas, also das ist nicht nur so ein Rahmen, sondern die kleinen Nager können hier nicht entweichen. Es ist für den Innenbereich so wie auch für den Außenbereich gedacht. Wie du das Ganze bauen kannst, das erfährst du in diesem Video. Aber du brauchst dafür eine Tischkreissäge. Das ist Bedingung. Ansonsten wird das Ganze ziemlich schwierig, das Ganze nachzubauen. Wie ich das Ganze mache, das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Was brauchen wir jetzt dafür? An sich nicht wirklich viel. Ich bin jetzt mal in mein Holzlager gegangen und habe mir ein paar Dachlatten mal aufgehoben. Daraus habe ich so ein Kellerregal, Werkstattregal gebaut. Das Video dazu werde ich dir mal hier oben verlinken. Das ist ein recht günstiges, schnelles Regal, was du dir selber bauen kannst. Ja, und aus diesen Reststücken möchte ich jetzt dieses Gehege bauen. Und natürlich reichen jetzt die paar Latten nicht, deswegen werde ich das Ganze auftrennen. Aber für euch zu Hause, ihr könntet jetzt, das ist jetzt hier eine Latte, wartet mal, oder eine Dachlatte, die habt die Anmessung 44 x 24 cm. Sprich, ihr könntet die Dicke von 24 so lassen und die 44 mm als Auflagerfläche. Und dann braucht ihr nichts weiter zuschneiden. Ich werde das Ganze jetzt aber in der Mitte einmal aufteilen, damit der Rahmen ein bisschen filigraner wird, ein bisschen dezenter und ich nicht jetzt in den Baumarkt muss und neue Latten kaufe. Deswegen sägen wir das jetzt alles auf an der Tischkreissäge. Macht natürlich jetzt einen Haufen Arbeit, aber das Projekt soll ja nichts kosten, beziehungsweise wenig. Und deswegen mache ich mir die Arbeit jetzt. Und was müssen wir jetzt machen? Natürlich, wir müssten versuchen, die exakt auf der Mitte aufzutrennen, die Dachlatte. Und das ist gar nicht so schwer, beziehungsweise ihr müsst ja diesen Sägeschnitt mit berechnen. Und der hat hier 2,5 mm. Aber das Ganze müsste passen. Und wenn du das dann wirklich genau machen möchtest und eine glatte Oberfläche haben willst, dann musst du das natürlich nochmal auf Dicke hobeln. Ich habe jetzt hier 18 mm. Ist natürlich alle für diejenigen, die ein bisschen Material sparen wollen und sich die Dachlatten auftrennen. Ich habe das Ganze mit meinem Abrichtdickenhobel gemacht. Der ist übrigens neu bei mir in der Werkstatt. Und darüber gibt es auch ein Auspack- bzw. Unbox-Video. Ich bin recht zufrieden damit. Und wenn ich den habe, möchte ich den natürlich auch nutzen. Und ich habe das Ganze, wie gesagt, ist auf Dicke gehobelt. Jetzt bin ich mir ganz unsicher, was wir als Füllmaterial nehmen. Denn das Ganze soll ja ein Laufgehege sein für kleine Meerschweinchen oder Hamster oder Mäuse. Ich weiß es nicht, was ihr da reinmachen wollt. Hier, das ist vorgesehen für Meerschweinchen. Und wir könnten natürlich jetzt einen Rahmen bauen und da drin ein Maschendraht reinsetzen. Finde ich nicht so gut, weil ich denke, dass der Maschendraht über die Zeit sich einfach rausbiegt. Wenn da Kinder mit rumspielen, dann wird der ganz schnell drunter leiden und dann ist das Element kaputt. Alternative wäre natürlich Rundhölzer. Man könnte jetzt hier ganz, ganz viele Löcher reinbohren und Rundhölzer reinkleben. Sieht auch ganz cool aus. Hat ein bisschen was vom Zirkus, vom Zoo. Ist mir aber auch viel zu viel Arbeit. Ich werde jetzt hier mittig einen Schlitz mit meiner Tischkreissäge reinsägen. Und was kommt dann rein? Ganz klar, eine Acrylglasplatte. Und wenn ihr das Ganze mit der Tischkreissäge macht, ihr könnt natürlich auch eine Oberfräse nehmen. Aber bei 2,5 mm, ich glaube, es gibt gar keinen Nutenfräser, der so klein ist. Deswegen ist eigentlich so eine Tischkreissäge ideal dafür, einfach so einen Schlitz hineinzusägen. Worauf müsst ihr natürlich achten, dass der Schlitz exakt mittig ist. Wenn er das nicht ist und ihr nachher den Rahmen zusammenbaut und meinetwegen 1-2 mm Differenz haben, da verdrehen wir mal ganz schnell so ein Seitenteil und dann passt die Acrylglasplatte nicht mehr rein oder Scheibe. Deswegen muss das wirklich ziemlich genau sein. Und natürlich passt auf eure Finger auf. Es gibt so kleine Hilfsmittelchen, die ich mal gebaut habe. Darüber gibt es auch ein Video, das werde ich dir mal hier oben verlinken. Und Gehörschutz nicht vergessen. So sollte das Ganze dann bei euch aussehen. Und jetzt könnt ihr ja sehen, da ich das Ganze aufgetrennt habe, haben wir hier eine scharfe Kante. Und die fräse ich jetzt mit meinem Kantentrimmer weg. Kantentrimmer steht gerade auf dem Kabel. Kantentrimmer, Rasentrimmer, ich glaube,
Kantentrimmer wird das Ganze genannt. Ich sage immer Handoberfräse dazu. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? So, hätte ich jetzt eine kleine, vernünftige Tischfräse, dann könnte ich das wunderbar da ganz, ganz schnell zack, zack, zack ranfräsen. Habe ich leider noch immer nicht geschafft. Deswegen ist diese Fräse eigentlich hier super. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ich bekomme auch meine Phase hier angefräst. Müssen wir das Ganze ja irgendwie zu einem Rahmen verbinden. Und was machen wir da? Natürlich das Ganze auf Gärung schneiden, weil nachher hier ein Acrylglas reinkommt und dann haben wir einen schönen sauberen Abschluss. Das Ganze habe ich an meiner Tisch- und Kreissäge gemacht und dafür gibt es auch eine Vorrichtung. An sich hat die Bosch GTS 10X10, so heißt sie, ja schon so einen Winkelanschlag und den habe ich mir mal einfach verlängert. Es gibt auch ein Video dazu, beziehungsweise 4 Vorrichtungen für diese Tischkreissäge hier. Werde ich sie mir hier oben im Eck verlinken. Und dort habe ich mir das Ganze schön sauberlich auf Gärung zugeschnitten. Meine große Kappengärungssäge, die ihr kennt, die ist einfach zu groß, um so kleine filigrane Sachen daran zu schneiden, beziehungsweise die Verletzungsgefahr ist da wirklich sehr, sehr groß. Ja, und jetzt können wir loslegen und das Ganze verleimen. Zum Verleimen nehmen wir natürlich Leim und wir brauchen unsere Füllung. Das ist eine Acrylglasplatte von 2,5 mm Stärke, sprich genauso breit wie der Sägeschnitt. Das heißt, das Ganze läuft hier, oder es passt super hervorragend hier rein. Das Ganze habe ich mir vom Plattenzuschnitt 24 zuschneiden lassen. Kriegst du da auch einfach Maß eingeben, zack, und es wird zu dir gesendet. Du kannst es natürlich auch selber in großen Platten kaufen und dir selber zu Hause zuschneiden. Übrigens bekommst du dort auch Plattenmaterialien. Und es gibt einen Gutscheincode bzw. Rabattcode, den werde ich dir mal unten in der Videobeschreibung verlinken. So, zum Verleimen, wie gesagt, brauchen wir Leim und einen Rahmenspanner. Und das Ganze ist eigentlich ganz, ganz einfach. Es ist quasi wie so ein Bilderrahmen, den wir jetzt zusammensetzen. Wir geben jetzt Leim in unsere Eckpunkte auf. Ich kann euch immer empfehlen, bei auf Gärung wirklich alle Schnittkanten mit Leim zu bestreichen, denn in der Zeit, wo wir das einstreichen, trocknet das Ganze ganz, ganz leicht an. Und das heißt, sobald ich dann den Rahmen zusammensetze, ist schon die andere Seite leicht angetrocknet und da kommt der frische Leim dann drauf. Das heißt, der Leim zieht nicht so schnell ins Holz hinein und dadurch haben wir unten vielleicht 1-2 Minuten gewonnen, beziehungsweise ist unsere Verbindung viel, viel besser am Ende oder hält am besten aus. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen fummelig hier. Es funktioniert. So, und jetzt nehme ich den Rahmenspanner von Wolfkraft. Das ist so ein Tool, also wie der Name schon sagt, so ein Spanner und damit können wir dann Druck aufgeben und das Ganze miteinander verleimen. Ganz, ganz einfache Sache. Habe ich schon seit circa 2 Jahren in der Werkstatt. So, fertig. Und jetzt lassen wir das Ganze trocknen. Nachdem dann die Rahmen fertig sind, 20 weitere liegen noch dort und trocknen, weil wir wollen ein schönes, großes Gehege bauen, müssen wir uns um die Befestigungsart kümmern. Ich habe anfangs überlegt gehabt, ob ich das Ganze mit Magneten mache, aber ich habe das Ganze schnell über den Haufen geworfen, weil wenn jetzt hier sich so Meerschweinchen und Hase gegen anlehnt, zack, ganz schnell kippt das Ganze um und wir sind halt nicht so flexibel wie jetzt hier. Ich habe mich nämlich für Schraubhaken entschieden, beziehungsweise Schraubösen. Bekommt ihr im Baumarkt in unterschiedlichen Größen. Und die sind eigentlich ideal dazu und ganz, ganz einfach auch für Kleinkinder und für Kinder zu bedienen. Übrigens habe ich das Holz jetzt nicht behandelt. Das lasse ich Ganze so roh. Das ist jetzt Fichte. Und die Folie habe ich jetzt auch erstmal drauf gelassen. Die werde ich aber gleich, wenn das ganze Projekt ist, abziehen. So wird sie noch ein bisschen geschützt vor Kratzer. Die Ösen bzw. die Schraubhaken, wie ihr die befestigen könnt, ganz, ganz einfach. Ihr nehmt euch eine Leiste, bohrt diese vor. Das ist quasi unsere Schablone für die Bohrlöcher, denn die Bohrlöcher müssen alle auf eine Höhe sein. Dann bohrt ihr das Ganze vor mit einem 2,5er Holzbohrer und könnt diese Ösen auf einer Seite reinschrauben und die Schraubhaken auf der anderen Seite. Dazu nehmt ihr einfach ein Gegenstück, spannt euch das im Akkuschrauber ein und dann könnt ihr wunderbar das Ganze reinschrauben. So, und das Ganze funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Und zwar stecken wir das dann so zusammen. Zack, ein Element.
Und das Tolle ist, ihr könnt das riesengroß bauen, also es ist wirklich erweiterbar. Ihr könnt es auch für den Garten nutzen. Das ist jetzt eigentlich für den Innenraum gedacht, damit die kleinen Meerschweinchen nicht abhauen und durch die Wohnung rennen. Und ja, also ich bin sehr zufrieden. Ich bin mal gespannt, was die Kinder dazu sagen. Aber ich glaube, denen wird es auch gefallen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gib den ganzen Sachen Handwerker Daumen nach oben, abonniere den Kanal und ganz wichtig, schau dir das nächste Video an. Vielleicht ist das ja für dich auch interessant. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr, denn dann kommt eine neue Folge Mr. Handwerk. Und ja, ich werde jetzt mal los und ein paar Meerschweinchen kaufen. Bis dann, ciao.